Ja, ich bin heute hier mit Andy Brinks beim TIO in der Luftschiffhalle in Mülheim an der Ruhr am Flughafen. Und ich freue mich sehr, ich habe ja immer viel mit Musik zu tun gehabt, weil ich ja auch mal Kulturausschussvorsitzende war, dass ich heute mit Andy Brinks hier sprechen kann. Und wir kennen uns natürlich, deswegen duzen wir uns auch, nur genau, damit er das versteht. Er hat heute Geburtstag, ich gratuliere ihm ganz herzlich Dankeschön, und wünsche dir alles Gute. Danke. Gerade weil du auch erzählt hast, ja, du bist ja sozusagen jetzt ein bisschen im letzten Jahr abgetaucht, ja, weil dein Film dich sehr mitgenommen hat. Ja. Aber jetzt bist du wieder voll da, ja, und hast hier gerade vor 2 Wochen ein ganz tolles Konzert auch, genau, gemacht. Erzähl mal kurz. Ja, also wir haben hier vor knapp 2 Wochen haben wir für Mülheimer Rock'n'Roll-Geschichte geschrieben, würde ich sagen. Mhm. Also unser privates, nicht privates, also unser kleines Rock'n'Roll-Sommermärchen. Wir haben erstmal einen Film gezeigt, Full Circle, Last Exit Rock'n'Roll, der sich ja so ein bisschen an meiner Karriere entlang hangelt, aber Themen beleuchtet wie die eigene Wahrheit finden und wofür brennt man, was ist, welche Flamme brennt in einem. Mhm. Und dann habe ich noch mit meiner Band Double Crush Syndrome hier gespielt, im Schatten vom Theo, und es war wirklich ein Traum. Also nachdem wir wirklich lange nicht gespielt hatten und die Leute auch wirklich lange keine Konzerte erleben konnten, dann waren alle waren so glücklich. Ja. Und es war auch irgendwann egal, ob man im Auto gesessen hat oder nicht. Leute, es war im Autokino. Es war im Autokino, ja, genau, natürlich, klar, alles Corona-konform, wie heute hier auch. Und irgendwann haben die Leute aber auf ihren Autos gesessen, das gilt ja auch. Und ich bin auch durch die Leute gelaufen, also durch die Autos, und wir haben alle Barrieren durchbrochen und haben einfach wirklich Festivalstimmung gehabt und einfach eine geile Zeit gehabt, die alle so unglaublich gebraucht haben. Also man hat richtig gemerkt, was fehlt. Andererseits hat man aber auch gemerkt, in welchem Überfluss und in welchem Angebots-Overkill man eigentlich immer gelebt hat. Da findet auch, glaube ich, gerade wirklich so eine Werteverschiebung statt, dass die Leute einfach solche Dinge ganz anders aufsaugen. Also mich haben so viele Nachrichten danach erreicht, auch eine Woche, auch gestern noch. Ich zähre immer noch davon, ich bin immer noch ganz aufgekratzt von dem Event und so. Und früher, da wäre man einfach montags da, dienstags da und Weil man eben so lange jetzt nichts gemacht hat. Genau, ne? Einfach alle glücklich. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir heute hier beim Theo wieder sind. Ne? Ja. Den lieben wir ja beide. Ja, das ist eben klasse. Du bist ja auch, du wohnst dein ganzes Leben lang in Mülheim. Ja. Ne? Ja, und hast sozusagen jetzt auch für dich entdeckt, nochmal die ganzen Punkte in der Stadt, ja, die du toll findest. Ja. Und du hast auch gesagt, dass du als Oberbürgermeister kandidieren willst für Liebe, Sonne und Rock'n'Roll. Erzähl mal. Also ich bin tatsächlich Ur-Mülheimer, also hier meine Wiege, also das hat man, also dieses Mülheim-Gefühl, das ist mir wirklich in die Wiege gelegt worden. Die Wiege, die steht auch nach wie vor da, ich wohne auch immer noch da, wo die Wiege stand, ich bin ja endlich aus der Goethestraße und da bleibe ich wahrscheinlich auch. Und ja, dieses Mülheim-Gefühl, das kennst du ja auch, da kann man auch, selbst wenn man wegzieht, das ist einfach, ich kenne so viele Leute, die sind weggezogen, die kommen alle immer wieder, dich zieht es ja jetzt auch wieder zurück. Genau. Man kann das einfach, Mülheim ist eine ganz besondere Stadt. Mhm. Es ist zwar irgendwie eine Großstadt, aber gefühlt kennt ja jeder jeden und wir sind irgendwie so ein... Es ist groß genug, dass viel los ist und das aber klein genug, dass man sich kennt. Ja, genau. Gefühlt kennt jeder jeden und es ist aber ein ganz spezielles Gefühl. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, liegt mir die Stadt auch so am Herzen. Also ich bin ja auch schon seit 30 Jahren Botschafter für Mülheim. Natürlich nicht in der Politik, aber Kultur, und habe nie einen Hehl daraus gemacht, wo ich herkomme. Und deswegen ist es mir auch wirklich so ein persönliches Anliegen, dass die Stadt schöner wird, gut dasteht und dass das Mülheim-Gefühl, was, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil alle auch irgendwie immer so auch genervt sind, vielleicht auch sogar von der Politik genervt sind und von Entscheidungen oder wie auch immer. Aber man braucht auch jetzt gar nicht mit Schuldzuweisungen zu kommen. Man muss jetzt nach vorne gucken. Ja. Und darauf habe ich Lust. Ich möchte... Da haben wir ja auch was gemeinsam. Also du hast mal gesagt, vielleicht ist eine Stadt wie eine Band, unterschiedliche Typen mit demselben Ziel, zusammen stark, mutig und fröhlich sein und dieses gute Gefühl auf andere Menschen übertragen. Ja. Ich glaube, das haben wir gemeinsam. Ich bin ja auch zurück nach Mülheim gekommen, weil ich jetzt gerne für die Stadt Oberbürgermeisterin werden will. Ja. Das haben wir jetzt gemeinsam. Wir sind ja quasi Konkurrenten, aber wir können das auch zusammen machen. Ne? Gerne, gerne. Denn ich sag mal, ein bisschen Freude können wir in die Stadt bringen und natürlich auch es positiv gestalten. Ne? Und absolut. Also ich glaube auch, und deswegen auch meine Kandidatur, ich werde natürlich gefragt, warum? Die Antwort ist natürlich, warum nicht? Es ist ja völlig klar, dass sich die Welt um uns herum total verändert hat. Und und das aber auch jeder merkt. Also im Kleinen und alle Menschen auf der Welt gleichzeitig. Und wir brauchen... tatsächlich, glaube ich, komplett neue Visionen von ganz anderen Ideenhabern als bis jetzt,
die sich an ganz anderen Dingen orientieren. Ich finde, so ein Vorbild, finde ich, ist da zum Beispiel Jacinda Ardern, die Premierministerin von Neuseeland, die wirklich toll, ja, einfach mega, die einfach ganz andere Dinge umsetzt, die auch ganz klar sagt, dass... Und die Neuseeland schon Corona-frei hat, ne? So. Und als Premierministerin ein Kind gekriegt hat, ja, während ihrer Amtszeit. Ja. Ne? Ich habe auch als Ministerin 2 Kinder gekriegt. So. Richtig so, richtig so. Nein, aber dass ganz andere Ideen mal nach vorne kommen, dass dann also kreative Köpfe wirklich durch die Wand laufen und dann die Verwalter gerne hinterher krabbeln dürfen und das dann umsetzen, was die Macher gerne im Verbund sich ausgedacht haben, weil es muss auch in allen Städten, also nicht nur in Mülheim, ich finde, es muss wirklich, es muss was passieren. Wir können gar nicht so weitermachen. Also höher, schneller, weiter ist vorbei. Also ich finde, schöner, bunter, herzlicher ist angesagt. Sag mal, wichtig ist ja, dass wir Leute wieder für Politik motivieren. Ja. Und das ist ja eigentlich toll, dass du kandidierst, weil du vielleicht andere Leute motivierst als ich. Und wenn man so sagt, Wahlbeteiligung bei so einer Kommunalwahl ist 30-40%. Was meinst du, kannst du beitragen, dass wir einfach eine bessere Wahlbeteiligung kriegen? Also ich bin fest davon überzeugt, dass natürlich die Leute auch so ein bisschen bocklos geworden sind. Ne? Hier in Mülheim sind natürlich auch ein paar komische Dinge passiert, auch mit dem Amt. Mhm. Braucht man gar nicht drauf eingehen, man muss auch nicht mit dem Finger zeigen. Nee. Also es passieren einfach irgendwie Dinge, aber die haben natürlich Konsequenzen. Mhm. Und die Konsequenz ist da, dass die Leute eben sagen, ach ja, die da oben und ich als kleiner Mann oder so. Ne? Aber das stimmt ja alles gar nicht. Und das ist das Bewusstsein, was ich meine. Mhm. Ich glaube, die jungen Leute, die haben auch heutzutage auch durch Social Media und auch gerade, was jetzt gerade passiert, wo die ganze Welt wieder eskaliert und alles gleichzeitig. Sonst hat man es ja immer vielleicht gar nicht mitgekriegt. Ach ja, Amerika ist weit weg. Mhm. Nichts ist weit weg. Mhm. Wir sind alle hier. Und deswegen ist das Bewusstsein bei den Leuten auch da, dass vielleicht eine Veränderung her muss und dass die auch wirklich sich ihrer Stimme bewusst sind. Und da sind vielleicht Leute wie ich, die jetzt vordergründig eben keine politische Vita haben. Auch wenn du ins Schloss Broich einziehen willst. Ja, du willst doch in der Goethestraße wohnen, dachte ich. Ja, aber als Amtssitz, wo soll man denn hier sonst regieren? Das muss doch, also, wenn du es willst, musst du auch ins Schloss ziehen. Ne? Da muss die MST sich was einfallen lassen. Nein, aber das Bewusstsein ist jetzt da. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht auch diesmal so bei einer Wahlbeteiligung, egal wo, gar nicht mehr so schlimm aussehen wird, weil die Leute merken, dass sie eine Stimme haben, dass ihre Stimme auch Dinge verändern kann. Die Stadt gehört uns ja. Ja. Und da muss man aber vielleicht auch so über den Tellerrand der Lokalpolitik hinaus gucken, um einfach so festzustellen, dass es eben so nicht mehr geht. Und Leute wie Jacinda Ardern zeigen ja, dass es geht. Also wir wollen die Stadt gestalten, das möchte ich auch. Und ich möchte auch die positive Stimmung gestalten und Leute mitnehmen. Und ihr habt ja im Programm, also im Parteiprogramm sozusagen, habt ihr ja auch ein paar Punkte, die eigentlich mit unseren ganz ähnlich sind. Ja. Also wenn ich sowas sehe wie Null Toleranz, sofortiges Verbot des Klimawandels in Mülheim, da sind wir uns ja eigentlich einig. Ne? Da kann man ja nicht gegen sein. Gegen sein. Oder Neubauten und systemrelevante Mülheimer Bürgerinnen bezahlbar machen, ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja. Ne? Das ist ja auch eines meiner Themen, zu sagen, wir brauchen Wohnraum für große Familien, für Einzelpersonen und die müssen bezahlbar sein. Ja. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Oder dass wir eben auch neue Startups ansiedeln, ne? Die hier einfach neue Arbeitsplätze ganz herkriegen. Wichtig. Ne? Ja. Was meinst du denn, wie können wir denn nochmal die Menschen bewegen, sozusagen aus dieser etwas negativen Stimmung rauszukommen. Also dass wir sagen, Mensch, wir wollen doch, was du sagst, Sonne, Freude. Wie kriegen wir die dazu? Also ich glaube, dass was uns Mülheimer eint, ist dieses Mülheim-Gefühl. Mhm. Und das kann man auch nicht künstlich erzeugen. Das hat man oder das hat man nicht. Mhm. Ne? Wir sind hier geboren. Mhm. Wir haben es halt einfach. Und da muss man ansetzen. Ich glaube, was jeder sieht, ist zum Beispiel, dass die Innenstadt zum Beispiel einfach nicht mehr das ist, was sie mal war. Wir können uns alle daran erinnern, wie es mal war. Und das Gefühl, das haben wir alle im Herzen abgespeichert. Mhm. Und das ist mir wichtig. Auch, dass Kultur nach Mülheim kommt, dass Mülheim wieder zurück auf die Landkarte der Kultur gebracht wird. Auch hier am Flughafen zum Beispiel ein Veranstaltungsgelände und Parcours und was in Deutschland oder weltweit vielleicht sogar seinesgleichen sucht. Ja. Und dass man hier wirklich Dinge hinholt, dass die Leute merken, ey, Moment mal, wir sind hier keine Schlafstadt und wir müssen auch nicht immer nach Oberhausen, Bochum, Dortmund, Essen fahren. Mhm.
wir können auch mal einladen. Wobei, wir haben ja tolle Sachen. Theater an der Ruhr und Ringlockschuppen und so sind ja Orte, die man auch außerhalb kennt. Ne? Völlig also, klar. Also ich sage ja nicht, das hier ist ja keine Kulturwüste. Ja. Auf gar keinen Fall. Alles ganz tolle Sachen. Und die müssen wir natürlich auch unterstützen, dass sie auch weiterarbeiten unbedingt, können. Unbedingt, ne? Fördern. Also es muss einfach, ich sage, Müller muss Wohlfühlheim werden. Mhm. Und das geht über das Gefühl. Und das, glaube ich, da müssen auch die Leute, die dann so einer Stadt voranstehen, für dieses Gefühl stehen und dieses Gefühl verkörpern und im Grunde mit jeder Faser ihres Körpers ausstrahlen. Ja, ich möchte ja gerne auch die Innenstadt wieder noch lebendiger machen mit einer Stadtentwicklungsgesellschaft, dass die Stadt eben auch dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel Schrottimmobilien aufzukaufen und die zu entwickeln und auch wieder attraktiver zu machen, ne? Dass wir da einfach auch wieder was hinkriegen. Ne? Super. Mhm. Also da sind wir auch dran. Was hast du noch für Ideen, was man inhaltlich machen sollte? Wo wir uns auch verbinden können. Also ich glaube, dass ich nehme die Begrifflichkeit Oberbürgermeister unheimlich wichtig. Also ich sehe mich selber als Verbinder und Brückenbauer zwischen den Menschen. Und da ist es, das werde ich auch nach dem 13.09. sein, egal ob ich OB werde oder nicht. Wenn ich es nicht werde, dann hoffe ich, dass es jemand wird, der so fühlt wie ich, der einfach merkt, dass sich Dinge ändern müssen. Mhm. Du hast ja schon gesagt, entweder du oder ich, kein anderer. Ich zitiere eine große Müllermerin, entweder du oder ich. Na, das hast du gesagt. Ja, aber ich zitiere dich jetzt zurück. Ne? Also gerne, gerne. Ne? Also ich glaube einfach, dass man an die Müllermer herantreten soll, Müllermer für Mülheim verbinden, Wirtschaft und die Bürger, dass man einfach Distanzen aufbricht, Leute an einen Tisch holt und einfach ganz klar sagt, diese Stadt ist es wert, dass hier gewohnt, gelebt, gearbeitet und agiert wird. Und dass auch eine gute und gesunde Umwelt hier ist. Unbedingt. Das ist ja das, was die Menschen auch wirklich wollen, was auch die jungen Leute besonders bewegt. Ich habe jetzt mal so rumgefragt, alles, was wir so über Wirtschaft, über Arbeit und sonst was reden, interessiert die nicht so sehr wie Umwelt. Ne? Und jetzt glaube ich auch in dieser Krise, die ich immer wie jede andere Krise auch als Chance sehe, also das Glas ist für mich immer halb voll. Mhm. So, und jetzt waren wir alle gezwungen, wir waren ja alle gezwungen, uns jetzt hier zu Hause mit uns auseinanderzusetzen, mit unserem direkten Umfeld. Wir konnten nicht flüchten, nicht aus dem Alltag. Wir konnten nicht abhauen jeden Abend woanders hin in eine andere Stadt. Und ich glaube, ganz viele Menschen auch hier in jeder Stadt, aber auch hier in Müllheim, haben sich neu auf Müllheim besonnen und erstmal gemerkt, wie schön es hier ist. Also wir sind ja gesegnet. Ja, und auch die Solidarität. Es gab ja wahnsinnig viele Initiativen, die Masken genäht haben, die geholfen haben. Wir brauchen übrigens noch immer Leute, die Tüten an den Gabenzaun bringen. Genau. Ganz, ganz wichtig, weil da kommen immer wieder Leute hin, die im Moment nicht zur Tafel können und so weiter. Ja. Also es gibt immer noch sehr viele, die auch das bedürfen. Ne? Absolut. Und das ist aber so, das meine ich mit Müllheim-Gefühl. Mhm. Wir sind eben eine ganz besondere Stadt mit einer ganz besonderen Beziehung auch zu unserer Stadt. Mhm. Und daran muss man wieder appellieren, dass die Müllheimer für Müllheim aktiv werden. Mhm. Und wir haben es hier einfach ultra schön. Mhm. Die Ruhr und also die Stadt am Fluss. Also ich sage immer, nicht wirklich scherzhaft, wenn man uns in 10 Jahren als Ruhr-Florenz bezeichnet, dann ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Dein Song Anker, hat der was damit zu tun? Mein Song Anker, die neue Single, ich singe immer nur über Liebe in all ihren Facetten und so auch diesmal auf Deutsch kommt es natürlich vielleicht noch ein bisschen eher da, die Message, aber wie die drei Worte im Fernsehgarten. Die berühmten drei Worte, ich liebe dich, die berühmten drei Worte, fand ich ihr toll. Wählt mich, und ihr wählt uns, die berühmten drei Worte. Also ich habe einfach eine große Affinität zur deutschen Sprache, habe ich jetzt lange nicht gemacht. Aber jetzt dachte ich, es ist mal wieder Zeit. Mhm. So, und es kommt ja immer darauf an, wie die Muse einen so küsst. Und da kamen unheimlich viele deutsche Texte in letzter Zeit so an mich heran. Wirst du jetzt Wahlkampf mit Liedern machen oder wirst du wirklich auf die Straße gehen oder wie denkst du das? Die Mischung macht's. Also wir gehen tatsächlich auch auf die Straße. Jetzt Samstag sind wir zum ersten Mal am Synagogenplatz mit dem Stand. Und da werde ich natürlich auch da sein. Und natürlich wird der Wahlkampf, das ist so martial, Wahlharmonie. Unser Wahlharmonie-Auftrag für die nächsten Monate. Mobilisierungsauftrag. Mobilisierungsauftrag, aber wir versuchen das als Wahlharmonie zu machen. Ich versuche alles
immer ein bisschen schöner zu machen. Der wird natürlich sehr von Musik geprägt sein, ganz klar. Okay. Ja, Andi, ich danke dir schön, dass du heute mit mir beim Theo warst. Sehr gerne. Das ist ein heimlicher Wunsch. Ich habe gesagt, wenn ich die Wahl gewinne, dann will ich endlich mal mit dem Theo fliegen. Und wenn ich gewinne, dann fliegen wir beide zusammen. Genau, haben wir gesprochen. Ne? Egal, wer gewinnt, wir fliegen mit Theo. Dürfen wir den machen? Den dürfen wir machen. Vielen Dank. Danke auch.